Stefan ist der Name. Ich bin ja auch nebenbei QRV auf Zivil und GmbH. Kurzer Moment, ich hader gerade mit meiner Kamera. Ja, ist auf Kanal 10, höre ich nichts. Schade, dass du auf Kanal 10 nichts hörst. Das Komische ist nämlich, ich habe schon mal jemanden gefragt, der hört auch nichts auf Kanal 10 von meinem selbstgebauten Sender. Aber hier oben habe ich sehr starke Feldstärken. Also er drückt mir auch meine Funkgeräte selber zu, obwohl der eigentlich nur 70 mW hat. Aber das freut mich, dass mein selbstgebautes Funkgerät von der Gindelalm bis nach Obermenzing nach München geht. Das finde ich echt super. Ja, freut mich auch. Hört man nicht alle Tage. Vor allem mit so wenig Ausgangsleistung, wie du das hast, kommen kann. Das ist nicht schlecht. Okay, Stefan, du, ich verzupfe wieder. Okay, vielen Dank. Eine Frage noch. Bist du auch Teilnehmer am RAD, am Radioactivity Day? Bist du auch Teilnehmer? Nein, ich bin kein Teilnehmer. Okay, ich bin auch kein Teilnehmer. Ich wollte nur fragen. Würde es dich stören, wenn ich weiter auf der Frequenz rufe? Oder ich weiß nicht, hast du dein Funkgerät standby oder schaltest du jetzt aus? Bitte nochmal, müsstest du nochmal wiederholen. Ich habe gesagt, würde es dich stören, wenn ich jetzt weiter auf dieser QRG, also auf diesem Kanal rufe, allgemein anrufe? Oder schaltest du dein Funkgerät aus? Weil ich kann ja eventuell auch mit anderen Leuten Absprachen machen dann. Ja, okay, dann sage ich noch vielen Dank. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Das Wetter hat uns ja fast einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil heute Vormittag hat es so ausgeschaut, als würde es sehr stark gewittern und es würde ends ein Unwetter kommen. Aber zum Glück hat das Wetter dann doch mitgespielt. Also wir haben jetzt hier ein super Wetter auf der Gindelalm und ich habe auch eine Aussicht theoretisch bis nach München. Aber München ist, ja, ich sehe es ein bisschen, sehe ich Spitzen, sage ich mal, die Fenster in den Hochhäusern oder was auch immer. Bis zur Allianz Arena Sigma, sagt mein Kumpel. Ja, ich wünsche dir wirklich noch einen super schönen Samstag. Genieß das Wochenende und vielen Dank für deine Antwort. Ja, ebenfalls. Genau. Dann noch einen schönen Tag. Lass es krachen. Und fertig, Gott, Servus. Servus.